Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Nachberichte. Leider bitteres Spiel hier gegen Stuttgart. War viel mehr drin. Allein Jurado und Stindl hätten das klar machen müssen. Dann hätten wir auch nicht über das schöne 2-2 reden müssen und auch nicht über das schöne, unverdiente, schön war es ja nicht, über das unreguläre, wie sagt man das, regulär oder nicht reguläre Tor von Ginczek. Das erste war definitiv sowas von abseits, glaube ich. Oder warte mal, der spielt den Ball quer, stand Ginczek hinter dem Ball. Ich krieg jetzt langsam Zweifel, ob das wirklich doch. Vielleicht war es ja ein reguläres Tor, aber es roch sehr nach Abseits. Lasst mir doch auch mal so ein bisschen Frust da, das gehört dazu. Bayern spielt nur 1-1 gegen Hertha. Freiburg gewinnt 2-0 gegen Leverkusen. Wolfsburg, Hoffenheim 1-1. Fortuna Düsseldorf gewinnt 2-0 gegen Bremen. Hamburg 3-0 gegen Hannover. Mainz, Frankfurt 0-0, Köln gewinnt 2-0 gegen Schalke und Dortmund verliert 2-0 gegen Gladbach, die wirklich astrein unterwegs sind. Also die hier Siege, 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 Siege. Und wie gesagt, noch sind wir Tabellenführer, aber auch nur aufgrund der besseren Tordifferenz. Hertha hat sich da unten gut gefangen nach der Frankfurt-Niederlage. Wie gesagt, unentschieden gegen Bayern. Und wir haben mittlerweile schon 7 Punkte vor den Bayern. 8 vor Hamburg, also internationale Plätze sieht gut aus. Alles andere, was nach oben hingeht, ist eh Blasphemie und Träumerei. Muss man erstmal langsam machen. Von daher ist das okay. Streichhölzer und Stürmer brauchen ihre Reibung, sagt der Klose. Ja, kann man so machen. Akpo Buma. Ansonsten von uns keiner dabei, seit Benkarit, der ja bald zu uns kommt, hat scheinbar bei Hamburg jetzt richtig gut gespielt. Ich denke, das ist ein richtig guter Einkauf. Gerade da wir den erstmal in Anführungszeichen nur für die Reserve einplanen. Und wie gesagt, hier der Nachbericht ist mein letzter Part in dieser Aufnahmesession. Erstmal schauen, wen wir hier noch alles kriegen. Ayhan 6 Millionen, Meier 4 Millionen, sollte passen. Weiter runter gehen wir nicht, sonst scheitert das wieder. Und dann bereiten wir alles vor für die Nationalmannschaft. Unsere Reserve hat doch gespielt und ein 3-3 erkämpft. Ohne Torwart, ohne alles. Ist das schon sensationell? Gleich sehen wir. Nationalmannschaft ist, glaube ich, Dienstag, ne? Also viel Zeit haben wir da nicht. Ups, ich wollte keine längere Laufzeit. Ich bin ein Hampelmann. Ich bin ein Hampelmann. Nö, 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 nö. Luxemburg und am Tag danach schon wieder Hoffenheim. Also der Terminkalender ist sowas von für den Arsch. Bei Johannes Geis können wir leider nicht im Preis runter. Sehr schade. Für Max Meyer akzeptieren sie schon mal. Reserve, Geduld haben. 350.000. Bisschen. Gehaltssteigerung im Gegensatz zu 04. So, Anteil am nächsten Verkauf 10%, wie bei allen unseren Spielern, hier auf 15.000. 1.500. 15.000. 1.500. Dann müssen wir hier noch ein bisschen hoch auf 450. So, Freunde. So. Fabio und Ebert erreichen Trainingsziel. Wie gesagt, Ebert ist auch bald weg. Das hat, denke ich, wenig Sinn. Gegen Luxemburg können wir auch mal Goretzka und Flachodimos spielen lassen. Nee, können wir nicht. Können wir nicht, ich will gewinnen. Aber das ist Sache vom Zukunftsmenschen. Wie gesagt, ich bin jetzt für heute erstmal wieder raus. Waren Folgen genug? Sonst produziere ich nämlich zu viel im Voraus, das will ich ja auch nicht. Schieber ist wieder fit, wurde also wieder gefoult im letzten Spiel. La la la, Fabio erreicht Trainingsziel, der bleibt ja. Ansonsten kann ich hier gerade noch mal gucken, dass wir die anderen Verkäufer auch noch anleiern. Sonst vergesse ich das in Zukunft wieder. Wir haben ja ein paar Spieler, die nicht so wirklich gehen, leider Gottes. Und zwar wären das Pocconioli. Leider nicht mehr so viel wert. Für wie viel haben wir den denn geholt?
Wenn nicht, müssen wir mit denen abwarten. 1,2 Millionen. Hat jetzt sein erstes Spiel wieder gemacht. Würde ich sagen, warten wir noch ein bisschen ab. Oder, ach komm, auf das Kleingeld kann ich auch verzichten. 850.000. Fangen wir mal an. Bocconioli. Mal kurz nur in die Reserve hauen, damit wir den anbieten können. Gibt bestimmt viele Interessenten und dann kommt er zurück in die erste Mannschaft. Zudem werden uns eventuell auch verlassen einer der beiden Offensiven, sprich Jurado, weil er älter ist wahrscheinlich. Geholt, ablösefrei. Könnt mal gut Geld mitmachen. Jurado. Sagen wir mal 8,5, wäre ich mit zufrieden. So. Ich meine, der hat seine Sache ordentlich gemacht, aber wir wollen uns ja weiterentwickeln und deswegen meine Sympathien hat er nicht ganz. Zudem, Herr Ebert, können wir noch nicht, immer noch nicht verkaufen. Wie lange denn dauert das denn, bis wir den verkaufen können? Ich meine, der hat einen guten Flankenwert, aber ist für 1,8 gekommen. Wir müssen trotzdem verkaufen, denke ich. Also müssen nicht, aber wir wollen. In der Abwehr haben wir eigentlich auch zu viele Leute. Da könnten wir überlegen, ob wir Kirchhoff verkaufen. Aber können wir aktuell auch noch nicht. Günther ist noch jünger, der hat viel mehr Potenzial. Lassen wir es erstmal so, gucken, was passiert. Der Zukunftsmensch wird auf jeden Fall dann übernehmen. Stellen wir die beiden einfach noch rein. Ich werde dann schon wissen, was zu tun ist. Von daher würde ich sagen, das war's erstmal. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, wieder wie immer Daumen nach oben. Ansonsten Kommentare schreiben, Tipps und Tricks. Seid ihr mit den Verkäufen, Einkäufen zufrieden? Kann man das so machen? Oder sagt der absolute Bullshit, was du machst? Ansonsten versucht man natürlich noch einen Spielmacher zu bekommen. Dreht dürfte ja bald wieder verfügbar sein. Und ja, ansonsten habe ich schon wieder ansonsten gesagt. Könnte ich mich ja gerade Ohrfeigen tun. Könnt ihr noch völlig kostenfrei ein Abo dalassen, dann verpasst ihr nämlich keins meiner Videos mehr und wir sehen dann, wie wir in den nächsten Parts Richtung Winterpause weiter marschieren. Ich will auf jeden Fall ganz oben bleiben. Internationale Plätze sehen zwar schon gut aus, aber das reicht mir eigentlich noch nicht. Von daher, wenn wir schon mal eine geile Hinrunde spielen, dann wollen wir auch Herbstmeister werden. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Könnt ihr ja mal schreiben. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, ciao, ciao euch. Schöne Tage. Ich bin raus, euer Il hier.